Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Der Podcast für den deutschsprachigen Raum, der sich erfolgreiche Menschen anschaut und sich dann überlegt, wie sind die denn dorthin gekommen? Und ich habe heute einen Mann vor mir sitzen, das möchte ich mal die Einleitung so machen. Ich habe ja früher jahrelang im Network Marketing gearbeitet oder bin meiner Passion nachgegangen. Und dort gab es ein Buch, das hieß Der größte Networker der Welt. Und ich habe hier heute einen der größten Networker der Welt vor mir sitzen. Und zwar in einer Größenordnung, das ist, wenn man es erstmal hört, fast schon surreal. Rolf Kipp hat BWL studiert, ist seit über 25 Jahren professioneller Networker, seit 17 Jahren die Nummer 1 bei Forever, ist einer der größten Network-Marketing-Firmen, weltweit networkübergreifend Nummer 3, und jetzt muss man mal kurz mal auch da die Relation setzen, wie groß die Welt ist, da sind ja alle Chinesen und Inder und Indonesier und Amerikaner auch mit drin, und jetzt können wir uns mal anschnallen, über 2 Millionen Teampartner in Europa, über 4 Millionen weltweit. Und jetzt sehe ich dich da sitzen mit einem blauen T-Shirt, hinter dir schönes Holz auf irgendeiner Almhütte, wo du dir wahrscheinlich ein bisschen Auszeit nimmst. Danke, dass du gekommen bist, und herzlich willkommen im Bewohnerfrei-Podcast. Ganz herzlichen Dank, ich freue mich. Wenn du jetzt jemanden, der weder von Network Marketing noch von dir eine Ahnung hat, und du lernst jemanden kennen einfach so, und jemand fragt, und Rolf, hör mal, was machst du denn so? Wenn du, also bei der Anmoderation, die Leute verstehen das ja gar nicht, allein diese Dimension und diese Größenordnung, wie erklärst du das? Gut, es ist natürlich, diese Dimensionen sind schwierig zu erklären, wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber das, was ich in diesem Geschäft mache, ist ja nichts anderes, als den Leuten zu erzählen, dass es eine Alternative zum konventionellen Arbeiten gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, Gesundheit auf der einen Seite, ein gutes Einkommen, aber auch genügend Zeit für ein schönes Leben, das alles zusammenzubringen. Und das ist für mich Network. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viele Ansatzpunkte und sehr, sehr viele Möglichkeiten, weil das sind ja Themen, die jeden Menschen, der im Berufsleben steht, mehr oder weniger betreffen. Ja. Also da gibt es immer sehr, sehr gute Möglichkeiten, sich mit den Leuten zu unterhalten, denn irgendwas liegt bei den meisten im Argen. Ja, da sprechen die meisten wirklich drauf an, dass es so eine Möglichkeit gibt, und sie haben noch nie etwas davon gehört. Wenn wir jetzt noch einmal bei dieser für mich absolut unfassbaren Zahl von 4 Millionen bleiben oder 2 Millionen in Europa, kannst du so durch die Stadt gehen? Du bist ja quasi in einer breiten Nische unterwegs, ne? Also Nische Network Marketing, da allerdings richtig breit. Erkennen Menschen dich, oder ist es vielleicht gerade dein Geheimnis, dass du jemand bist, der ja eher zurückhaltend ist und ruhig und nicht so laut? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin wahrscheinlich nicht der so diesem klassischen Network-Klischee und Networker-Klischee entspricht. Ich bin auch bei mir in der Familie eigentlich immer der Ruhigste, und ich bin auch ja sehr, sehr ruhig auf den Network-Bühnen. Aber ich glaube, dass das genau den Erfolg auch ausmacht. Das hat eine gewisse Tiefgründigkeit und auch Nachhaltigkeit. Und ich habe über die Jahre einige sehr lustige Situationen gehabt, wo mich Leute dann erkannt haben. Das Schöne ist für mich, dass ich bekannt bin, wenn ich in diese Network-Welt eintauche, auf Veranstaltungen bin, networkübergreifend auch. Aber wenn ich dann wieder rausgehe, dann kennt mich eigentlich niemand. Und ich habe die Möglichkeit, wirklich mein Leben mit meiner Familie so zu leben, wie ich das gerne möchte. Sehr angenehme Kombination, ne? Ja, sehr, sehr. Ja. Gleichzeitig, wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen, wir haben ja auch einen gemeinsamen Freund, den Patrick Gabrowski. Du bist ja jetzt auch keiner, der da mit dem Heli auf dem Dach landet, ne, wenn du auf so eine Veranstaltung fährst, sondern du bist jemand, klar, du bist finanziell frei, hast ganz tolle Sachen, auch da dieses Haus da in den Bergen, wo du gerade bist, um dich zurückzunehmen. Gleichzeitig eben nicht der Heli und der Privatjet, der jetzt irgendwo da direkt vor der Halle landet, selbst wenn du es könntest. Ist das auch ein Geheimnis? Ja, wobei, ich bin viele Jahre mit dem eigenen Helikopter geflogen, das war einfach, ja, es war notwendig. Mhm. Es war in den Jahren meiner sehr intensiven Aufbauzeit, wo ich einfach die Vielzahl der Termine und Meetings überhaupt nicht anders geschafft hätte. Aber auch das kannst du ja so und so präsentieren, und ich habe das eher auch etwas zurückhaltend gemacht, aber ich habe
Ja, und ich habe auch einen Helikopter gehabt und genutzt über viele Jahre. Aber ich war dann froh, als ich auch nicht mehr gebraucht habe. Also als ich mich dann ein Stück weit eben rausziehen konnte und das Gas ein Stück zurücknehmen konnte. Also es war ein Mittel zum Zweck und ich bin ja dann umgezogen nach Monaco vor 17 Jahren, und wo ich heute lebe. Und da hatte ich dann den Heliport direkt vor der Tür. Also da brauchte ich nichts Eigenes mehr, konnte das einfach nur so nutzen, wie ich es gebraucht habe. Ja, aber doch, muss ich sagen. Also ich kenne das immer nur, wenn man in Nizza landet, da gibt es ja dann gibt es da so eine Werbung, ne, dass man direkt nach Monaco fliegen kann, ne? Genau, da gibt es diesen Heli-Shuttle nach Monaco und ja, was sehr angenehm ist, was sehr angenehm ist. Aber da ist es eben, wie andere dann in den Bus steigen, ja, oder ins Taxi steigen, steigst du eben da in Nizza in den Helikopter, weil je nach Saison du einfach viel schneller dann in Monaco bist, als wenn du über die oftmals verstopfte Autobahn landest. Ja, du sagst es so, wie wenn ich von Limburg nach Dienz fahre. Also das ist ja in deiner Welt ist es ja alles normal. Und bevor wir zu den Geheimnissen kommen, wie du da hingekommen bist, beziehungsweise was die Geheimnisse sind, auch wirklich, gibt ja Zehntausende von Networkern, so groß zu werden, möchte ich gerne einmal auf den Rewind-Knopf in deinem Leben drücken und zu gucken, wo kommt das her? Wo hast du diesen Drive und diese Energie herbekommen? Und da würde ich gerne mal früh beginnen, also wie bist du aufgewachsen? Waren deine Eltern finanziell frei, selbstständig angestellt? Also was war deine Prägung? Also ich bin ein Adoptivkind. Und ich bin in einer Adoptivfamilie groß geworden, habe eine sehr spannende Kindheit sicherlich gehabt. Aber mein Vater hat mir sehr früh gesagt, Rolf, wenn du willst, dass an deinem Tisch ein Geiger spielt, dann musst du ihn auch bezahlen können. Wow. Und also ich habe sehr früh machen müssen, wenn ich irgendwas haben wollte, musste ich was dafür tun. Also es war nicht so, dass wir so viel hatten, dass es dann immer irgendwie mit vollen Händen etwas gab, sondern ich habe sehr früh angefangen mit Zeitung austragen, morgens um 5 aufstehen, vor der Schule noch Brötchen ausgefahren. Und also ich habe mir immer irgendetwas dazu verdient und etwas machen müssen, damit ich so viel hatte wie meine Klassenkameraden zum Beispiel. Okay. Und das hat mich sicherlich geprägt und hat mir aber auch eben diese Einstellung mitgegeben, dass wenn ich etwas erreichen will, zum einen, dass ich es kann, wenn ich bereit bin, dafür eben wirklich auch was zu tun und was zu leisten. Und, das hat mir geholfen über die Jahre, klar. Was haben deine Adoptiveltern beruflich gemacht? Darf ich das wissen? Also meine Mutter war Hausfrau, meine Mutter war sehr früh krank geworden, war Dialysepatientin und war viel im Krankenhaus. Mein Vater hatte eine leitende Position in der Werbung, ist viel in der Welt rumgereist, viel in den osteuropäischen Ländern gewesen. Also wir haben viele Tanten und Onkels oftmals gehabt, die auf uns aufgepasst haben. Und aber es war gut, es war absolut gut. Und, heißt, er war angestellt, ja? Ja, war angestellt, kein Selbst. Und wie alt warst du denn, als du adoptiert worden bist? Oh, ich war noch ganz frisch. Ich war 2 Jahre alt. Also ich habe das erst später dann auch erfahren, dass ich adoptiert bin. Aber ich sage einfach mal, ich bin mega dankbar, dass ich adoptiert worden bin und dass ich die Möglichkeit hatte, so groß zu werden. Aber ich habe mich dann sehr, sehr früh dann auch abgenabelt und bin so meinen eigenen Weg gegangen und habe so angefangen, eben für mich selber zu sorgen und selber die Sachen so in die Hand zu nehmen. Gleichzeitig großartig, dass es Menschen gibt und eben ein Kind aufnehmen in der Familie, ne? Das ist ja, Kindergarten, Grundschule, wie bist du mit dem System zurechtgekommen? Also warst du konform oder wie kann ich mir das vorstellen, als der Rolf klein war und jetzt quasi gezwungen wurde, sich hinzusetzen, leise zu sein und was zu tun, was jemand anders von ihm will? Also ich fand es meistens lustig, die anderen oftmals nicht. Aber ich kann das. Ich kann das und habe das auch gelernt. Also Kindergarten, Grundschule war ich noch recht erfolgreich. Dann, als es dann aus der Grundschule rausging in Richtung Gymnasium, da habe ich dann gemerkt, dass diese Systeme mit mir eben nicht mehr zusammengehen. Okay. Da hatte ich doch andere Dinge im Kopf. Erzähl mir von den anderen Dingen. Wie hast du rebelliert?
Ja, ich habe einfach nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, warum soll ich das machen? Ja, für was ist das jetzt wirklich gut? Ich hatte große Dinge im Kopf. Ich wollte sehr früh, so mit 14, 15, 16, habe ich gedacht, okay, ich mache meinen eigenen Brötchenlieferservice und solche Dinge. Und habe dann immer sehr früh im Unterricht gesessen, habe gedacht, okay, was hilft mir das jetzt bei meinem Brötchenlieferdienst zum Beispiel? Was ich da höre, hilft mir das was? Und deshalb bin ich da gestrauchelt und mein Vater und meine Mutter hatten dann ein Einsehen mit mir und haben mich dann vom Gymnasium auf die Hauptschule gesetzt. Und da ist dann nach einem Praktikum so der Wunsch gewachsen. Ich habe gedacht, ich werde Koch. Und habe dann ganz kurzfristig eine Ausbildung begonnen als Koch. Die aber, da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, nach 14 Tagen sehr spektakulär geendet hat. Ja, jetzt hast du ja einen Loop aufgemacht. Also ja, ich kann dir jetzt schon von ein paar tausend E-Mails erzählen, dass zumindest alle wissen wollen, in Kurzfassung, was passiert ist nach 14 Tagen. Nein, ich bin einfach da mit einem, also mit einem Spruch zu einem mir Vorgesetzten zu hochkant rausgeflogen. Und es war lustig, ich habe das gestern gerade erzählt, diese Geschichte. 30 Jahre später bin ich, das war in Darmstadt, ja, südlich von Frankfurt, 30 Jahre später bin ich mit einem Taxifahrer von Frankfurt nach Darmstadt gefahren. Und wir fuhren an diesem Hotel vorbei, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, diese 14-tägige als Koch. Und dann sagt er, jetzt, wo wir an diesem Hotel vorbeifahren, muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Vor 30 Jahren, meine Mutter war da als Küchenhilfe angestellt. Da gab es einen Auszubildenden. Und Sie müssen sich mal vorstellen, was der zu seinem Vorgesetzten gesagt hat. Und hat sich totgelacht. Und dann habe ich gesagt, Sie werden es jetzt nicht glauben, aber das war ich. Das heißt, du hast damals gegen das System rebelliert, also du konntest das nicht ertragen oder wolltest nicht, dass jemand dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast? Ja, es ging gar nicht darum, dass ich das nicht wollte, sondern es kam eben darauf an, dass es einfach nicht die Form war, die ich für angemessen gehalten hätte, wie man mit mir umgehen sollte. Und ich habe also gerade dieses Thema Wertschätzung anderen Menschen gegenüber und auch Respekt anderen Menschen gegenüber, nicht nur den Alten, sondern auch den Gleichaltrigen gegenüber, sehr intensiv gelernt und trage das auch bis heute in mir. Und das hat mit mir und mit meinen Vorstellungen überhaupt nicht harmoniert. Und da habe ich dann einmal fest aufgetreten und das war dann auch die Fristlose. Ja. Klingt jetzt bisher nicht nach der großen, nach dem Plateau zur Traumkarriere, also Hauptschule, Kochlehre, abgebrochen. Wenn du uns da mal reinholst in das Gefühl, du warst ja noch sehr, sehr jung, jetzt ist diese Lehre vorbei, deine Eltern, wir haben ja auch dieses Gefühl, zumindest unsere Eltern stolz machen zu wollen oder irgendwas zu machen. Wie war das damals? Was warst du dann? Ich bin dann da rausgegangen und ich habe mich wirklich dann 3 Monate von meinem Vater jeden Morgen an diesem Hotel weiter absetzen lassen, weil er mir diese Lehrstelle vermittelt hat, weil er da mit seinen Geschäftskollegen und Kunden häufig da essen war. Erst nach 3 Monaten irgendwie, als mein Vater dann wieder da mal zum Mittagessen war und mit geschwollener Brust gefragt hat, was macht denn mein Sohn und wie stellt er sich denn an? Und ihm der Chef dann gesagt hat, ja, ihren Sohn haben wir doch vor 3 Monaten schon rausgeschmissen. Wow. Also da war dann schon ziemlich Theater zu Hause, aber ich hatte mir in der Zwischenzeit dann eine Ausbildungsstelle in der Sportartikelbranche gesucht, weil ich immer viel Sport auch gemacht habe. Und also insofern konnte ich die Wogen da damit wieder glätten, dass ich eben eine neue Ausbildungsstelle hatte und die mir auch mehr so dann entsprochen hat. Und das habe ich dann auch wirklich durchgezogen und diese Ausbildung, die habe ich dann auch fertig gemacht. Ich stelle mir mal vor, dein Vater setzt dich da ab und du läufst dann von dort zu dem anderen Ausbildungsplatz. Das ist halt auch eine geile Story. Ich bin da zum Personaleingang und dann rein und dann auf der anderen Seite sofort wieder raus und dann bin ich gerannt, dass ich zu meiner anderen Ausbildungsstelle wieder gekommen. Was war in der Zeit mit dem Traum des Brötchenlieferdienstes? So mal kurz, oh, Selbstständigkeit wäre nett, du hast dennoch dir einen Ausbildungsplatz gesucht, dann hast du eine Ausbildung gemacht. Ja, ich war damals noch nicht so gesättelt, dass ich gedacht habe, okay, ich kann das jetzt, ich weiß schon genug, um wirklich sowas Selbstständiges auch durchziehen zu können. Und ich bin da doch noch diesen konventionellen Mustern ein Stück weit dann auch gefolgt.
weil ich gedacht habe, okay, ich muss schon noch mehr wissen und ich sollte noch mehr wissen und habe deshalb eben dann noch mal eine zweijährige Ausbildung gemacht in der Sportartikelbranche. Die hast du durchgezogen auch? Die habe ich durchgezogen, ja. Ja, um das auch mal in Relation zu setzen, in der Ausbildung in der Sportartikelbranche hast du was verdient im Monat? Oh, ich glaube, das waren so 400 Mark, 400, 450 Mark. 200 irgendwas Euro, ne? Krass. Mhm. Ja. Und in der Zeit warst du auch konform oder gab es zwischendurch so dieses Rauszucken, irgendwie, da geht noch was? Oder hast du dir auch eine Zeit lang vorstellen können, auch so ein Sicherheitsleben, wo ich monatlich was bekomme, in der Wabe, wo monatlich ein bisschen Honig runterfällt, ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Nee, aber das nicht. Ich habe für mich gedacht, okay, ich brauche noch ein bisschen und ich brauche noch ein paar mehr Informationen, aber ich wusste, dass das nicht mein Ding sein wird. Und ich habe ja in der Ausbildung, hast du ja dann auch Kollegen, die schon viele, viele Jahre mit dabei sind, und ich hatte Kollegen, die waren schon 20 Jahre in diesem Unternehmen, und ich fand das so schade für die Menschen, ja, dass sie einfach nicht mehr sehen. Und gerade Einzelhandel ist ja doch etwas, da startest du morgens dann um 8:30 oder so. Heute ist das ein bisschen später, aber damals war das wirklich 8:30, musstest du da sein, bist dann bis 18, 18:30 Uhr, hast dann die Samstage gehabt, dann die langen Samstage vor Weihnachten und. Also im Winter bist du im Dunkeln rein und im Dunkeln raus. Und ich habe jeden Tag so das Gefühl gehabt, also ich glaube zumindest, es war jeden Tag das Gefühl gehabt, dass das Leben da draußen einfach an mir vorbeizieht. Und viele kriegen das ja erst später. Ich hatte das schon sehr, sehr früh. Ich habe gedacht, okay, das eigentliche Leben findet da draußen statt und ich stehe jetzt hier irgendwo unter Neonlicht und verkaufe Tennisschläger und Schuhe und sonst was. Also ich wollte da raus. Ich wusste noch nicht genau wie, aber ich wusste ganz sicher, ich will da raus. Und ich wollte auch, also dieser Satz auch, wenn du willst, dass an deinem Tisch ein Geiger spielt, dann musst du ihn auch bezahlen können. Das hat mich schon getrieben. Ich hatte schon diesen Ehrgeiz. Ich wusste, was mein Vater verdient. Und ich habe so im Hinterkopf gedacht, dir werde ich das zeigen. Ja, also das kriege ich auch hin. Mit 200 Euro schwer mit dem Geiger, ne, am Tisch. Das stimmt. Ja, das wäre nur, ein kleiner Geiger gewesen. Aber ich habe das dann auch, um diese Geschichte abzuschließen, ich habe das dann aber auch hingekriegt. Also zur Taufe meines ältesten Sohnes war aber nicht nur der Geiger da, sondern auch noch ein Pianist. Habe ich gedacht, da packe ich noch eins drauf. Und ich bin da war ich natürlich schon ein ganzes Stück älter, da war ich Anfang 3, aber da bin ich wie ein Schwan mit geschwollener Brust, bin ich da rum und habe meinem Vater bestimmt an dem Abend 50 Mal gesagt, da ist er, der Geiger, das ist er. Ja. Das heißt mit anderen Worten, um es zusammenzufassen, auch so ein großer Rolf Kipp wollte im Endeffekt auch vom Papa mal hören, du, das hast du gut gemacht. Ne? Wir haben das ja alle, dass wir Aufmerksamkeit von unseren Eltern wollen. Ne? Schön, dass du das so beschreibst. Wie ist es denn dann weitergegangen? Lehre vorbei? Und ich frage das deshalb so genau, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen Träume haben. Ich glaube, dass jeder Mensch einen Traum hat. Ich glaube, dass die meisten, gleichzeitig sehen wir das in der Gesellschaft, eben in dieser Sicherheitswabe drin bleiben. Wie hast du dann deine nächsten Schritte gemacht? Also ich habe meine Ausbildung dann abgeschlossen und habe dann gemerkt, dass ich für Selbstständigkeit, ich habe mich immer noch nicht so fit gefühlt dafür. Das heißt, ich bin dann wieder zurückgegangen auf die Schule. Ich habe mein Abitur nachgemacht, aber ganz bewusst mein Abitur in Sozialpädagogik, weil ich mehr über Menschen wissen wollte. Ich habe mit so vielen Menschen im Einzelhandel zu tun gehabt. Aber ich habe sie oftmals überhaupt nicht verstanden. Ja, und ich wollte einfach so mehr dahinter gucken. Ich wollte mehr verstehen, wie Menschen so ticken, warum sie so sind, wie sie sind. Ich wollte verstehen, warum da Leute 20, 30 Jahre in so einem Einzelhandelsgeschäft arbeiten und damit auch glücklich sind und ich eben nicht glücklich war. Also ich habe dann mein Abitur gemacht in Sozialpädagogik mit 1,0. Mhm. Gut. Und weil ich da das erste Mal, das war das erste Mal, wo ich wirklich in der Schule gesessen habe und wusste, warum ich das mache. Hast du da so dein Faible für Menschen entdeckt? War das so eine Box, die sich geöffnet hat? So, wow, das ist, interessiert mich, jetzt bin ich fasziniert von etwas? Also mich haben Menschen von Anfang an interessiert, deshalb bin ich dann auch in den Einzelhandel gegangen und bin aus dieser Küche verschwunden, denke ich mal. Ob das jetzt so bewusst war und so vorsätzlich, aber irgendwas hat mich da getrieben. Im Einzelhandel hatte ich dann mit vielen, vielen Menschen zu tun und ich finde Menschen einfach faszinierend. Ja, ich habe so dieses
Fremde sind Freunde, die ich nicht kenne, die ich kennenlernen will, aber völlig unspektakulär. Und wahrscheinlich bin ich auch deshalb im Network gelandet, weil ich glaube, nirgendwo lernst du so viele Menschen in so kurzer Zeit kennen, national, international, wie im Network. Ja. Und das fand ich sehr, sehr schnell viel spannender, diese ganzen Geschichten und die Menschen, die dann zu mir gekommen sind. Im Einzelhandel lernst du gleichzeitig auch dienen, ne? Also das ist ja auch ein Geheimnis. Also wenn ich vergleiche das jetzt mal mit der Fliegerei, ich habe ja als Flugbegleiter angefangen, du kriegst einfach eine immense Menschenkenntnis, ne? In diesem dauernden Kontakt mit anderen, auch in der Rolle desjenigen, der eben dient, ne? Ist das etwas, was du hinterher in deiner Network-Karriere auch ziehen konntest, die Karte? Also es war nicht umsonst die Zeit. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und also ich kann das nur unterstreichen. Das Selbstbewusstsein zu haben, Menschen auch dienen zu können und zu sagen, okay, ich bin dafür da, dass es dir einfach ein Stück weit besser geht, dass du vielleicht dahin kommst, wo du gerne hin möchtest. Also ich lebe nach einem Zitat, was mich sehr, sehr früh erreicht hat, von Zig Ziglar, der gesagt hat, ich weiß, dass ich alles, was ich mir wünsche, in meinem Leben erreichen kann, wenn ich vielen anderen helfe, das zu bekommen, was sie wollen. Mhm. Und das konnte ich im Kleinen in der Sportartikelbranche umsetzen, aber im viel Größeren jetzt natürlich im Network, weil ich da ganz andere Möglichkeiten habe und jetzt mit dem Standing und auch mit den finanziellen Möglichkeiten natürlich noch mehr Möglichkeiten habe, noch mehr Menschen zu helfen. Und das ist etwas, was bei mir sehr, sehr schnell wesentlich höhere Wertigkeit bekommen hat, wie irgendwie viel Geld zu verdienen. Also ich habe mich sehr, sehr schnell viel mehr gefreut über meine Partner in Ungarn, Rumänien, die aus wirklich finanziell so ärmlichen Verhältnissen kamen. Und wenn ich gesehen habe, wie die sich entwickeln. Hol uns einmal in die Situation mit einer Lupe, als du, Rolf, das erste Mal Network Marketing gesehen hast. Bist du in so einer Hotelpräsentation mitgenommen worden, so im Ibis Aschaffenburg oder wie kann ich mir das vorstellen und was ist da genau passiert? Also ich habe mir verschiedene Networks angeschaut. Mhm. Bewusst angeschaut? Also, ja, bewusst angeguckt. Ich kam ja aus dem klassischen Vertrieb, ich habe mal BWL studiert, ich habe nach meiner Schule dann noch BWL in Frankfurt studiert und ich wusste schon sehr genau, nach was ich suche. Mhm. Und ich habe gesagt, es muss ein Produkt sein, was nicht erklärungsbedürftig sein darf, was massentauglich sein muss, wo möglichst die Volkesmeinung die ist, dass es etwas Gutes ist. Also es durfte nicht sein, was verkauft werden muss, weil ich habe ja Verkauf ganz klassisch gelernt. Mhm. Und ich habe auch in der Sportartikelbranche und überall, wo ich etwas mit Verkauf zu tun gehabt habe, gemerkt, das können nicht viele Leute. Mhm. Und auf der anderen Seite, es wollen auch nicht viele Leute. Nicht viele wollen so dienen, wie ich bereit war, das zu machen. Mhm. Konntest du das denn gut? Warst du ein guter Verkäufer? Also da muss man ja immer andere für sich sprechen lassen. Also ich bin der Meinung, ich bin das, was man sich so unter einem klassischen Verkäufer vorstellt. Also wir haben ja da immer, jetzt bin ich Jahrgang 64, das ist noch etwas anderes. Aber das klassische Verkäuferbild, das war ja etwas, wo wir Deutschen gesagt haben, nee, das will ich ja nicht. Also sowas wie der, das war ja eigentlich doch immer der, der dir etwas aufgeschwätzt hat und angedreht hat, was du eigentlich nicht wolltest oder was du nicht haben wolltest. Und das ist ein queres Bild eigentlich, ne? Weil Verkäufer sind meistens die Wohlhabendsten auf der Welt. Ja, aber das war immer so, na, wenn der Kunde Nein sagt, dann geht Verkaufen los. Und ich wollte sowas, ich wusste, dass das nicht funktioniert, dass das nicht für die Masse irgendwie gehen wird. Also es muss etwas sein, was man nicht in dieser Form argumentativ verkaufen muss. Also deshalb habe ich nach einem solchen Produkt gesucht und dann auch nach einem wirklich massetauglichen Unternehmen. Und da gibt es ja so ein paar Parameter, die man einfach die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich so ein Unternehmen aussucht. Und dann habe ich eben sehr... Lass da ganz kurz reingehen. Was ist die Schablone, nach der du geguckt hast? Also du hast gesagt, Produkt, was nicht erklärungsbedürftig ist, was du nicht unbedingt verkaufen musst. Was sind weitere Parameter gewesen für dich damals? Dass es wirklich massentauglich ist. Mhm. Denn nur wenn du etwas hast, was für die breite Masse interessant ist, dann hast du auch die Möglichkeit, mal wirklich reich zu werden und was richtig Großes zu machen. Das war für mich wichtig, dann die Unternehmenskultur, was wird erzählt und was wird dann auch wirklich gelebt, das war mir sehr, sehr wichtig.
Und ja, deshalb bin ich eben bei so einem konservativen Gemüseladen dann gelandet wie Forever. Mhm. Und ich war vorher ein Herbalifer. Das hat mich völlig begeistert. Diese ganzen Strukturen und Meetings, die gemacht haben, das war völlig faszinierend, fand ich klasse. War irgendwie vom Bauch nicht meins und auch vom Kopf nicht meins. Und dann habe ich eben ganz bewusst Forever gewählt. Ich stelle mir diese Situation vor, ein Rolf Kipp sitzt bei so einer Präsentation in Reihe 4 und jetzt, wenn wir mal vorspulen, saß da jemand, der irgendwann mal Millionen von Menschen aufbaut. Derjenige, der dir damals die Präsentation gegeben hat, als du Forever Living das erste Mal gesehen hast, war das ein sofortiges Ja, also so wie verheiraten, oder war das ein, ich probiere das mal? Nein, es gab da etwas. Forever hatte mal, bevor sie das Firmenlogo geändert haben, von der Möwe Jonathan zu einem Adler, hatte mal das Firmenlogo. Auch ein Unterschied, ne? In der Wahrnehmung. hatte das die Firmenphilosophie der Möwe Jonathan. Und ich habe sehr früh habe ich dieses Buch gelesen von Richard Bach, die Möwe Jonathan, und das war meins. Also da habe ich mich völlig wiedergefunden und da konnte ich mich, ja, so wie der kleine Prinz auch und die Möwe Jonathan, das waren so meine Dinge. Und da habe ich gesagt, ja, so muss es auch gehen. Und ich hatte einen Anstecker, eine goldene Möwe bei mir am Revers und habe die auch ganz stolz getragen. Und als ich mich dann bei Forever vorgestellt habe, in Frankfurt am Main, als die begonnen haben, dann war das Erste, was der Geschäftsführer gesagt hat, was haben Sie da an der Jacke? Und die meisten haben gedacht, ich würde Tauben züchten oder ich wäre irgendwie bei der Fliegerei oder so. Und da habe ich gesagt, das werden sie nicht kennen. Ich bin weder Taubenzüchter noch bei der Fliegerei, sondern das ist meine Lebens- und Arbeitsphilosophie. Das ist nach dem Buch von Richard Bach, die Möwe Jonathan. Und dann hat er gesagt, Sie müssen das hier machen mit Forever. Sie müssen das machen. Sag ich, ja, wieso muss ich das machen? Und dann zog er eine Firmenbroschüre raus und hat gesagt, weil das die Firmenphilosophie des Firmengründers von Forever, Rex Morn, ist, und weil der das lebt und verkörpert. Und das wusstest du vorher nicht? Das wusste ich nicht. Krass. Das wusste ich nicht. Und da habe ich dann gedacht, okay, da muss ich mich jetzt wirklich mal mit beschäftigen. Das ist sicherlich jetzt kein Zufall. Aber ich habe das völlig unspektakulär kennengelernt. Also Forever hat mir der damalige Geschäftsführer von Forever für Deutschland vorgestellt. Und das Ganze hat keine 5 Minuten gedauert. Aber ich hatte so vom Gefühl, habe ich gedacht, okay, und das ist ja... dem Richtigen kannst du nichts Falsches erzählen. Und das hat mich total angesprochen, wobei ich aus Verkäufersicht damals gedacht habe, okay, also das hätte man auch sicherlich besser machen können. Jetzt stelle ich mal ganz provokativ die Frage, jetzt warst du ja erstmal so eine Nummer in einem Network und davon gibt es, wie wir wissen, es gibt A, ganz viele Networks und es gibt ja auch zehntausende Networker. Das heißt, du fängst da an, unterschreibst so einen Vertrag, damals wahrscheinlich noch mit Papier. Und jetzt bist du erstmal einfach nur da eine Nummer. Wie hat das dann angefangen, dass du damit die ersten Erfolge gehabt hast? Weil ich kenne ja auch viele Networker. Ich persönlich bin als Tobi ein großer Network-Freund, haben wir im Vorgespräch schon gesprochen. Ich habe ja meine ersten Immobilien auch über Network-Marketing gekauft und finde das großartig, gerade auch als Einstieg für viele, auch als Lebenskarriere. Wann hast du denn gemerkt, hier geht jetzt was? Weil das merken ja auch nicht alle, wenn wir ehrlich sind. Nee, das ist richtig. Und das Blöde am Network ist ja, du musst erstmal da Energie reingeben, bevor du dann so ein Ergebnis auch siehst. Und es geht eben nicht von heute auf morgen. Und das ist ja, ich habe auch immer nur Leute um mich herum gesehen, die reich und erfolgreich waren, aber ich war halt nicht mit dabei. Also insofern kannte ich diese Situation und ich habe auch etliche erfolgreiche Networker gesehen, aber ich war eben noch keiner. Aber ich war zumindest bereit dafür, richtig was zu tun. Mhm. Ich war in der für mich glücklichen Situation, dass ich keine Ablein in dem Sinne hatte. Ich habe niemanden gehabt, der es mir zeigen konnte. Und mein Sponsor, also der mich ins Geschäft gebracht hat, war der Geschäftsführer von Forever Deutschland. Der kam ganz frisch aus der Mineralölbranche. Der hatte von Network überhaupt keine Ahnung. Wollte ich gerade sagen, der klingt nicht nach dem großen Networker. Überhaupt nichts. Und darüber war der Firmengründer von Forever. Der saß in Scottsdale, Phoenix, Arizona. Da habe ich gar nicht den Versuch gemacht, den mal anzurufen und zu fragen, ob er vielleicht mal bei mir in Darmstadt mal abends vielleicht den Produktteil spricht, wenn ich den Geschäftsteil mache. Also das Gute war, ich hatte
keine Möglichkeit für irgendwelche Ausreden. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendjemandem für irgendwas die Schuld zu geben, sondern ich konnte sagen, ich mache es oder ich lasse es eben bleiben. Jetzt mutmaße ich mal, dass ja auch nicht direkt bei der ersten Präsentation da 500 Leute gesessen haben. Oder war das so? Nein, ich hatte, wobei ich gedacht habe, dass die da sitzen werden. Das habe ich in meinem Buch geschrieben. Ich glaube, es gibt niemanden, der schlimmer gestartet ist wie ich. Ich hatte über 100 Leute in die Firmenzentrale nach Frankfurt eingeladen. Also alles, was mir an Namen so eingefallen ist. Und ich weiß das, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten noch ein Buffet vorbereitet, weil es waren ja so die Anfänge. Wir hatten ein Buffet vorbereitet für 100 Leute. Ich habe gedacht, na okay, vielleicht bringt der eine oder andere noch einen mit. Ich ahne es schon. Es war 14 Uhr. Es war im Winter, es war Schnee draußen. Dann habe ich gedacht, okay, 14 Uhr sollte es eigentlich losgehen. Es war niemand da. Habe ich gedacht, Mensch, vielleicht haben die sich alle abgesprochen, kommen mit dem Bus oder so. Also ich wollte es mir irgendwie schönreden. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, ich war ein Stück weit auch erleichtert, weil ich habe die Tage davor nicht schlafen können, weil ich gedacht habe, wenn ich da jetzt vor so vielen Leuten stehen muss und irgendwas erzählen, also da hatte ich auch richtig Schiss davor. So, und dann ging die Tür auf und dann hat eine Dame, die ich eingeladen habe, hat ihre gehbehinderte Mutter gebracht und hat die da hingesetzt und ist dann aber wieder gegangen. Und mein zweiter Gast, der kam, werde ich nie vergessen, es war Frau Mutter. Frau Mutter hatte ich am Telefon, war so ein Kontakt über drei Ecken, aber Frau Mutter war ein 1,90 Meter großer Transvestit. Im beigen Kostüm, Schuhgröße 44, die Bartstoppeln überschminkt. Und ich habe gedacht, Mensch, besser kannst du ja gar nicht anfangen. Du stehst da vor diesem Buffet für 100 Leute. Ja. Und es kamen dann definitiv diese zwei. Die sind aber auch beide dann eingestiegen. Ich war absolut... 100% Quote. Das war wirklich, also warum sind sie eingestiegen? Wir haben ihnen das Taxi bezahlt und das Buffet geschenkt, dass sie das mitnehmen konnten. Aber das waren meine ersten zwei. Und aus diesen zwei sind dann die 4 Millionen, die ich heute habe, entstanden. Also wo hast du denn den Mut, also herbekommen, dann weiterzumachen? Weil ich glaube, das ist ein Moment, wenn wir ehrlich sind, wo viele schon aufhören. Ne? Also und das ist ja auch übrigens ein grundlegender Fehler, den viele Networker am Anfang machen, dieses Buffet bestellen und ihr kommt alle wegen mir, weil mein Unternehmen und ich ist das Geilste unter der Sonne. Wo hast du dann den Mut herbekommen, da weiterzumachen? Also es war zum einen, dass ich gesagt habe, okay, schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden. Und dann habe ich mir gedacht, das sind ja nicht zwei, die da jetzt eingestiegen sind, sondern an jedem hängen ja wahrscheinlich 100, 200 Leute dran. Also ich habe das schon vor mir gesehen, dass dieser Raum irgendwann mal voll sein wird. Ich konnte mir das schon vorstellen, dass das mal kommen wird. Ich wusste nicht wann. Es hat dann ja auch etliche Jahre gedauert, bis dann der Raum irgendwann mal mit 100 Leuten und mehr voll war. Wow, da müssen wir auch mal kurz einfrieren, den Satz. Es hat etliche Jahre gedauert, bis der Raum irgendwann voll war. Was heißt etliche? 1, 3, 4? 3 Jahre. 3 Jahre. Krass. Ja, 3 Jahre hat es gedauert und ich habe 6, 7, 8 Mal mehr oder weniger wieder von vorne angefangen, weil es waren Leute mit dabei, es sind wieder Leute weggefallen. Damals war Aloe Vera, das kannten einige Damen aus der Kosmetik, aber es hat nicht besonders gut geschmeckt und es gab keine Erfolgsgeschichten, die wir irgendwo präsentieren konnten. Es gab irgendwo, hat man sich erzählt, dass irgendwo in Taiwan jemand sehr, sehr erfolgreich ist bei Forever, aber das hat jetzt in Deutschland nicht unbedingt jemand interessiert. Und das ist schon schwierig gewesen, aber ich war fest davon überzeugt, dass das kommen wird und habe dann einfach so Scheuklappen. Ich habe gedacht, das muss ich jetzt abarbeiten. Und habe das 1,5 Jahre neben meinem damaligen Job gemacht. Und nach 1,5 Jahren war es so gut, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hänge ich meinen Hauptjob an den Nagel. Aber es gab eine Übergangszeit von 1,5 Jahren, also so eine Doppelbelastungszeit, weil ich war damals schon verheiratet, hatte mein erstes Kind und hatte also auch kostenmäßig eine Verantwortung. Aber habe dann wirklich mein System erarbeitet und entwickelt, wie ich dann auch mit dieser Zeit, mit der wenigen, die ich hatte, dann auch wirklich auskomme. Und habe das dann eben aufgebaut und bin nach 1,5 Jahren in die Hauptberuflichkeit gegangen.
was dann auch extrem schwierig war. Ja, ich würde sagen, ich finde erstmal toll, dass du sagst, ist ja dieses klassische Work part-time on your dream and full-time on your job. Ne? Also du bist nicht sofort reingesprungen. Die Frage, die mich total interessiert, ist, wer musstest du werden, damit Menschen anfangen, dir als Leader in so einem Unternehmen auch zu folgen? Weil es gibt ja in der Psychologie ganz, ganz viele Studien darüber, dass natürlich muss das Produkt gut sein, sonst wäre Forever nicht so erfolgreich. Gleichzeitig wissen wir aus der Verhaltenspsychologie, Menschen folgen nicht Produkten, sondern einer Story, einem Menschen dahinter. Wer musstest du werden? Ja, wer bin ich geworden über diese Zeit? Sicherlich für die Menschen jemand, ja, wie so ein Fels in der Brandung zum einen, also jemand, der sehr, sehr klar wusste, wo er hin möchte, und ich war mir auch sehr sicher, dass ich da hinkommen werde, das hat natürlich, ich war absolut zuverlässig in diesem Bereich, ich habe ganz, ganz viel in meinem Geschäft gearbeitet, ich habe ganz, ganz viel für meine Teampartner gemacht. In der Form eben die Verantwortung für alle Geschäftspräsentationen, für den gesamten Ausbildungsbereich, für den gesamten Schulungsbereich. Das bin ich gewesen, am Anfang eben wirklich Part-Time, aber danach über fast 5 Jahre, 7 Tage die Woche. Und also da steckt sehr, sehr intensiv Arbeit dahinter, aber ich war auch bereit, den Preis wirklich dafür zu zahlen. Und ich war, ich hatte über 300 Flüge im Jahr. Und ich war jeden Morgen irgendwo am Frankfurter Flughafen und bin irgendwo anders hingeflogen, in ein anderes Land, in eine andere Stadt oder saß im Auto. Und das war etwas, wo sich mein Team eben wirklich drauf verlassen konnte. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Genau. Verantwortung für mein eigenes Tun, aber natürlich auch für ganz, ganz viele Teampartner. Denn die meisten, 97% etwa, steigen nebenberuflich in ein solches Network-Geschäft ein. Und klar, dass die nicht den Erfolg haben können, nicht die Professionalität haben können ab dem ersten Tag. Und da ist es einfach wichtig für mich gewesen, dass ich das kompensiere durch meine Arbeit. Und ja, da bin ich teilweise echt am Limit auch gewesen. Ich bin mal bei einer Präsentation in Ungarn, in Budapest, stand ich vor den Leuten und bin umgefallen, eingeschlafen. Ich war einfach platt. Ist das ein Teil, der muss den jeder, der erfolgreich ist, mal gemacht haben, mal wirklich so ans Limit zu gehen, an das eigene Limit? Oder glaubst du, dass es sowas gibt wie so ein Test? Keine Ahnung, ob es vom Universum ist oder so, aber diese Story zieht sich ja durch bei vielen meiner Interviewpartner, dass sie irgendwann mal wie so ein Deckel hochgeklappt haben und danach lief es dann halt. Ich denke, dass wir nur die Herausforderungen gestellt bekommen, die wir auch irgendwie bewältigen können. Und dass das immer wieder so der nächste Entwicklungsschritt dann für uns selber ist, zu erkennen, okay, was geht denn noch und was kann ich denn wirklich leisten? Ja. Ich sehe das einfach über die ganzen Jahre. Wir unterschätzen uns ja in den Möglichkeiten, die wir haben. Und wir machen uns meistens kleiner, als wir eigentlich sind. Und wenn du aber dann auf jemanden triffst, und ich glaube, dass ich eben so jemand für die Leute bin und für mein Team bin, der ihnen sehr klar verdeutlichen kann, was ich in ihnen auch für ein Potenzial sehe und dass ich bereit bin, das mitzugehen und das eben mitzuentwickeln. Das schafft eine Bindung natürlich, eine sehr intensive Bindung mit den Leuten, weil sie einfach sehen, okay, da gibt es jemanden, der meint es wirklich ehrlich mit mir. Und das fasziniert mich halt auch am Network, dass es ein so ehrliches System ist, dass wir einfach erfolgreich werden, wenn wir vielen anderen helfen, dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Das habe ich in meinem klassischen Job früher in der Sportartikelbranche eben so nicht erlebt. Und das ist etwas, was mich so fasziniert im Network, weil es pro der Menschen ist und weil wir einfach vielen zeigen können, was wirklich in ihnen steckt. Und gerade wenn du so etwas selber erlebt hast und selber gemacht hast, dann weißt du auch, was du von Menschen fordern kannst und weißt du, zu was Menschen in der Lage sind. Und klar, es gibt, das ist wie beim Sport, es gibt fast nichts Schöneres, als mal wirklich so ans Limit gegangen zu sein, für sich zu erkennen, Mensch, das kann ich. Und daran wachsen wir. Das ist ja ist mal wieder ein Entwicklungsschritt für jeden von uns. Und ich finde das in meinem Geschäft einfach so toll, weil was geben die Menschen aus für Persönlichkeitsentwicklung, für Bücher, für Seminare? Und in so einem Modell wie Network
kriegen sie sogar noch Geld dafür, dass sie ihre Persönlichkeit entwickeln. Also ich könnte jetzt ganz, ganz viel, ganz viele Dinge pro der Menschen und für Persönlichkeitsentwicklung erzählen, die wir hier in diesem Geschäft haben. Deshalb fasziniert mich, dass wir immer mehr junge Leute kriegen, die eben nach der Schule sich gegen ein Studium und für ein Network entscheiden. Weil nirgendwo lernst du mehr über dich selbst. Ja, ich würde sogar rückblickend sagen, bestimmt, also ein sehr, ich will mich jetzt nicht auf Prozente festhalten, ein sehr, sehr großer Teil meines heutigen Speaker-Geschäfts basiert auf Network-Marketing, weil ich gelernt habe zu sprechen, gelernt habe, mit Enttäuschungen umzugehen. Und das ist ein Punkt, da würde ich gerne bei dir nochmal reingehen. Von diesen 300 Flügen, ich stelle mir vor, das waren nicht alles Success-Tickets. Du siehst was in Menschen oder hast was gesehen, da bildet sich eine kleine Organisation, bricht vielleicht wieder zusammen. Wie bist du mit diesem, wahrscheinlich auch einer deiner Mentoren, Tony Robbins sagt das immer so schön, ne? You have to discipline your disappointments. Wie bist du damit umgegangen oder gehst heute noch damit um? Ich meine, jetzt natürlich leicht oder leichter. Wie war das damals? Klar, am Anfang, glaube ich, ist es, je nachdem, aus welcher Situation heraus du startest, auch teilweise starten ja die Leute mit einer sehr konkreten finanziellen Erwartung oder aus irgendeiner Drucksituation heraus, wo sie sagen, okay, ich muss jetzt das und das verdienen. Das unterstützt natürlich Erwartungshaltungen dann in andere Menschen. Und ich habe sehr, sehr früh gelernt, also auch schon in meiner Kindheit gelernt, dass ich Erwartungen an mich selber haben kann, aber nicht an andere Menschen, weil das macht das Ganze ja so spannend. Menschen sind halt nicht planbar. Der Einzige, den ich irgendwie halbwegs versuchen kann, in den Griff zu kriegen im Laufe meines Lebens, und ich bin jetzt 54, also mir ist es ganz gut gelungen, aber da ist noch Potenzial und da ist noch echt viel Arbeit zu tun. Nein, keine Erwartung wirklich zu haben, sondern es aus persönlicher Überzeugung zu tun, weil ich überzeugt bin davon, dass es gut ist und dass es pro diesem Menschen ist, den ich da unterstütze, aber jetzt nicht zu erwarten, dass ich das und das zurückbekomme, sondern das Geheimnis im Network ist ja, dass du nicht versuchst, Menschen zu planen und irgendwie die Zukunft von Menschen vorherzusagen, sondern dass du einfach eine zweite, dritte, vierte und fünfte Person hast, um sicherzustellen, dass du einfach das erreichst, was du erreichen möchtest. Verstand. Menschen sind, wie sie sind. Die können, kannst du planen. Es gibt diesen schönen Spruch in Griechenland, wenn der Mensch plant, lacht sich der liebe Gott kaputt. Wir können unser Leben nicht so planen, schon gar nicht das Leben von anderen Menschen. Wir können unser eigenes versuchen zu planen, in den Griff zu kriegen, zu strukturieren. Das ist hart genug, sich selber morgens wieder an den Ohren aus dem Bett zu ziehen, auch wenn man abends bis spät gearbeitet hat, dann morgens früh wieder am Flughafen zu stehen, alle Sachen gepackt und wieder weiterzufliegen. Das ist schwer genug. Also ich hätte das nicht für 1.000 oder für 100.000 andere Menschen auch machen können. Aber ich habe das vorgelebt und habe ihnen auch gesagt, dass sie für sich eben selber verantwortlich sind. Und mein Geheimnis war immer, ich muss genügend Menschen haben, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Hast du so einen Moment, wo du gemerkt hast, ach du liebe Zeit, jetzt wird es langsam richtig groß? Weil das ist wahrscheinlich auch so, wo so dieser Tipping Point plötzlich überschritten wird und du denkst so, wow, jetzt wird diese Vision plötzlich hier Wirklichkeit. Und ich meine nicht nur auf dem Bankkonto, sondern im gesamten Tun. Oder war das einfach ein Prozess? Es war eine Entwicklung und ich habe lange, lange wirklich darauf hinarbeiten müssen. Aber es gab dann eine Situation, wo ich für mich erkannt habe, Mensch, Rolf, das funktioniert auch bei dir. Ja, jetzt funktioniert's auch bei dir. Die ganzen Reichen, ne, von denen du vorhin gesprochen hast. Genau, weil für mich waren das immer andere. Ich war nicht mit dabei. Ich war nicht bei den Lottogewinnern, ich war nicht bei den Reichen, sondern ich bin halt einfach ganz normal groß geworden und habe mich so entwickelt. Nein, ganz kurz die Geschichte. Es war in Ungarn. Ich habe sehr früh angefangen, in Ungarn zu arbeiten. Und Ungarn war als Land von Forever noch nicht eröffnet. Ich habe aber da schon angefangen, Kontakte zu knüpfen und hatte so 2, 3, 4 Leute, die alle 4 Wochen mit dem Auto von Debrecen in Ungarn nach Frankfurt kamen. Erst mit einem kleinen VW Polo, dann später mit dem LKW und mit dem Bus. Also dieses Team ist schon gewachsen, aber das waren so für mich so 30, 40 Leute, die ich da zu Gesicht bekommen habe. Aber es wurde jedes Mal größer. Und dann stand die Eröffnung an von Ungarn, dass Ungarn als offizielles Foreverland eröffnet wurde mit eigenem Büro, Auslieferungslager und so. Und das
fand statt im, ich glaube, es war das Kempinski Hotel in Budapest. Und ich kam da rein und da stand Eröffnungsveranstaltung Forever, großer Ballsaal. Und da habe ich gedacht, wow, das ist jetzt wieder typisch so amerikanisch. Ja, da werden wahrscheinlich 30 Leute und dann wirst du immer 50 Schritte gehen müssen. Zum Buffet. Und dann saß ich da und mein Freund Josef, mit dem ich Ungarn zusammen so aufgebaut hatte, ich war dann einige Male unten, war mit ihm unterwegs, aber dann war diese Eröffnungsveranstaltung und dann kamen Busse da angefahren mit Menschen und dieser Veranstaltungsraum, der, ich habe das nicht gesehen, aber es liefen da so viele Leute, habe ich gedacht, sind bestimmt noch andere Veranstaltungen und so. Und dann hat mich meine Erstlinie da in Ungarn, so typischer Ungar mit Schnauzbart und dickem Bauch und nur ein Anzug, und ich bin mit dem 10 Tage, 14 Tage am Stück in Ungarn unterwegs gewesen, der konnte... Wir haben uns nicht verständigen können. Also wir haben zwar die ganze Zeit miteinander geredet, aber es wusste keiner, was der andere irgendwie sagt. Wir haben tausende von Kilometern in seinem VW Polo zusammen runtergerissen nach Ungarn, nach Rumänien. Ich habe bei dem übernachtet und der hat morgens, dann konnte er so ein bisschen Deutsch, hat immer gesagt, Rolf, Frühstück, ein Schnaps, zwei Bier. Und ich hätte wahrscheinlich ohne die Forever-Produkte nicht überlebt. Nicht überlebt, wollte ich gerade sagen. Ungarn. Und dann war diese Eröffnungsveranstaltung und Josef hat gesagt, ich muss oben warten, und dann kurz bevor das losging, hat er mich dann geholt und wir sind so eine Treppe zusammen, wie so bei einer Hochzeit sind wir so eine Treppe darunter geschritten mit dem Dolmetscher nebendran, und dann war dieser große Ballsaal und der war voll, da waren 2000 Leute drin und der Raum, der Vorraum war auch voll, und da leuchtet mir heute noch kalt den Rücken runter. Das war der magische Moment. Ja, und dann habe ich gesagt, Josef, wo kommen jetzt diese ganzen Leute her? Ja, zu wem gehören die? Ich habe gedacht, wir wären jetzt alleine hier in Ungarn und hätten hier alleine gearbeitet. Und dann hat er mich umarmt und gedrückt und geküsst und hat gesagt, das ist alles schon unser Team. Wow. Und das waren 2500 Leute oder sowas. Und da habe ich dann gewusst, das funktioniert auch bei mir. Das ist ja unglaublich. Was ist das exotischste Land, in dem du arbeitest, wo du sagst, also das ist ja krass, dass ich da jetzt auch ein Team habe? Also ich habe auf Mauritius habe ich eine Linie. Oh ja, da mache ich mit, aber nur um dahin zu fliegen. Mauritius, und was für mich sehr speziell war Bulgarien. Mhm. Die Bulgaren, das kennst du, die Bulgaren, wenn sie zustimmen, machen sie ja so. Mhm. Ja, ich weiß. Weiß ich von der Fliegerei, ja. Möchten Sie einen Kaffee? Ja. Und ich hatte da ein Meeting und ich wusste das nicht. Nein. Und ich habe nur in schwarze Augen und schwarze Haare und dicke Augenbrauen reingeguckt. Und ich habe gedacht, ich komme da nie mehr raus. Und alle die waren haben so böse geguckt und haben immer den Kopf geschüttelt. Und dann habe ich meine Übersetzerin, habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Die bringen mich bestimmt um jetzt. Irgendwie war mir das überhaupt nicht geheuer. Und dann sagte die, ja, die sind begeistert. Und dann sage ich, ja, aber warum zeigen die mir das nicht? Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Und erst zum Schluss haben die dann sich kaputt gelacht, dass ich das eben nicht wusste. Aber ich hatte gefühlt 1 Zentimeter Wasser im Schuh. Ich habe echt gedacht, das ist jetzt das Ende. Die finden das überhaupt nicht lustig, was ich da erzähle. Nee, aber ich habe Ungarn aufgebaut, ich habe Rumänien aufgebaut. Also könnte ich ein Buch drüber schreiben, und so ein richtig dickes, was ich da so erlebt habe und wo ich überall Präsentationen, in welchen Kellern und wo ich mit schwarzem Anzug ankam und mit meinen Overhead-Folien damals, das kennt ja heute keiner mehr. Und dann kam ich in den Keller von seinem alten Mädchen, ja, oder Schwesternwohnheim. Und dann habe ich gesagt, wo ist der Overhead-Projektor? Und dann sagt er, was ist das? Dann sage ich, ja, hier, ich muss doch präsentieren. Und dann mit so einer alten grünen Schiefertafel oder so einer grau-grünen Schiefertafel, die völlig eingestaubt war. Und da habe ich gesagt, gib mir Kreide, dass ich, und einen Schwamm. Und dann sagt er, Kreide haben wir keine, Schwamm haben wir auch keine. So soll ich meine... Nein. Und hast du gemacht? Ja, klar. Klar, klar, klar. Und ich habe so begeistert, es war kalt und die Leute waren eingemummt und mit Fellmützen auf. Es war saumäßig kalt. Ich im weißen Hemd und schwarzem Anzug.
stand da vorne und ich habe alles, was an Begeisterung noch in mir war, habe ich da präsentiert und immer 3, 4, 5 Sätze. Und der hat dann, der mich übersetzt hat, stand mit den Hemden in den Hosentaschen und so eine Mütze auf. Und ich habe 4, 5, 6 begeisternde Sätze und der hat dann nur gesagt, Dann sage ich, das war doch jetzt nicht alles. Oder ich habe 4 Sätze, sagt der Doktor, ist alles gesagt. Ha. Und dann war ich mit meiner Präsentation dann fertig und niemand hat sich gerührt. Nichts, weil, und ich habe gesagt, es kann nicht sein. Ich bin jetzt hier nach Temeswara in Rumänien geflogen im Winter. Es war eisig kalt, mein Hotel war nicht fertig. Ich habe auf so einem Feldbett auf blanke Betonwände und blanke Betonboden geschlafen, bin, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, in so ein Schlammloch reingetreten. Mein Anzug, mein eines Hosenbein war bis zum Oberschenkel, war alles dreckig. Klingt nach einem Traumleben, ne? Genau. Aber das sind ja so Dinge, das sehen die, wollen die Leute auch heute eigentlich gar nicht mehr hören. Das sehen die gar nicht, sondern die sehen den Erfolg und sagen, der hat Glück gehabt. Und ich, natürlich habe ich Glück gehabt. Musst du manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn auf Veranstaltungen Leute zu dir kommen und sagen, oh, ich habe jetzt 50 Leute angesprochen, die haben alle Nein gesagt und es ist alles so schwer. Ist das dann so ein Schmunzeln bei dir, wo du denkst, ja, komm mal mit mir ins Schlammloch nach Rumänien, dann reden wir nochmal? Ja, ich erzähle dann auch sehr häufig dann mal solche Geschichten, dass die Leute mal eine Vorstellung bekommen, was die Erfolgreichen für den Erfolg auch wirklich haben tun müssen. Und dass da natürlich schon, natürlich auch Glück und die richtigen Menschen treffen und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber es bewahrheitet sich immer wieder, dass du dann das größte Glück hast, wenn du intensiv dafür arbeitest. Ich habe noch zwei ganz große Fragen. Die eine ist, du bist ja jetzt in einer Situation, wo Menschen quasi sich bei dir bewerben, um zu sagen, ich möchte gerne mit dir arbeiten. Wie muss so ein Mensch sein? Muss das ein Rolf sein von früher? Oder wie erkennst du so dieses, ich zitiere mal Les Brown, ich sehe was in dir. Was für Parameter hast du, damit du sagst, in den oder die investiere ich jetzt meine Zeit? Weil das müsstest du ja jetzt nicht mehr tun. Du könntest ja auch einfach da, ich sag mal, ganz platt auf deiner Berghütte jetzt sitzen und einfach nur das Leben genießen. Was muss jemand mitbringen? Also es müssen Menschen sein, die mich wirklich begeistern können mit dem, was sie vorhaben, was sie für Pläne haben. Also ich bin jemand, der sehr, sehr viel fragt und viel über die Menschen wissen möchte, was sie treibt, wo sie hinwollen. Und ich mag halt ganz, ganz gerne so Familienmenschen, so wie ich auch einer bin, die sagen, okay, für die Kinder, für die Zukunft, das möchte ich, also das sind so, wenn mich das interessiert, ja, und wenn ich sage, okay, da möchte ich gerne mithelfen können und da möchte ich gerne mit dabei sein und diese Menschen möchte ich ganz oft sehen, wenn die sich freuen und begeistert sind. Natürlich müssen potenzielle Freunde eigentlich sein. Da entwickeln sich Freundschaften über die Jahre und das sind oftmals dann auch so Menschen, die kennen wir alle, mit denen redest du 3, 4, 5 Sätze und du hast das Gefühl, du kennst den schon ewig. Ja, du fühlst irgendwie so mit. Natürlich, wenn sie schon ein gewisses unternehmerisches Denken haben und auch gewohnt sind, eben dann mal eine Entscheidung zu treffen und auch so eine gewisse Klarheit haben. Ich meine, wir haben ja jetzt keine Menschen mit 12, 13 Jahren, sondern die sind ja zumindest 18, 19, 20, 22 und älter. Und dann erwarte ich schon, dass sie eine gewisse Vorstellung davon haben, wo die Reise mal hingehen soll. Und je genauer ich das weiß, umso genauer kann ich dann auch für mich sagen, okay, ich passe dazu. Wenn ich der Meinung bin, ich kann dem nichts geben oder das harmoniert nicht zusammen, dann würde ich eben heute nicht so wie früher, gut, am Anfang bist du ja froh um jeden, den du haben kannst. Und je erfolgreicher ich geworden bin, umso mehr habe ich dann wirklich ausgesucht und habe dann mehr und mehr geschaut, welche Menschen aus meinem Team passen zu diesen neuen Menschen. Also ich habe da sehr, sehr viele, ich habe selber gar nicht so viele Leute ins Geschäft gebracht, aber ich habe sehr, sehr viele miteinander connected, die dann zusammenarbeiten, die einfach aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihrer Ziele, die sie verfolgen, einfach besser passen, ähnliche Ziele verfolgen und die dann auch ja gleiche Gesprächsthemen haben und sowas. Das ist mir heute ganz, ganz wichtig. Also diese menschliche Komponente, ich will Spaß haben mit den Leuten, ich muss mir vorstellen können, mit denen auch essen zu gehen und irgendwo ein paar Stunden mehr zusammen zu verbringen, dann ist das für mich so etwas, was mich motiviert und wo ich sage, okay, da bin ich bereit, jetzt wirklich Lebenszeit rein zu investieren, die Leute zu unterstützen.
Ja, es ist selektiver geworden, sicherlich. Ja. Jetzt hast du vorhin noch gesagt, früher waren die anderen quasi reich, ich habe nicht dazugehört. Jetzt lebst du ja in einem Lifestyle, ich glaube, das kann man auch offen sagen, das ist ja das, was sich zumindest in der materiellen Welt ganz, ganz viele Menschen wünschen. Ne? Also du lebst in Monaco, du hast gerade, du bist jetzt auf deiner Hütte wahrscheinlich, ich nehme das mal an, einfach um dich da zu entspannen, oder warum bist du da oder weil es da schön ist? Nee, hier ist es richtig schön. Das ist in den Tiroler Bergen oben auf 1000 Meter Höhe. Hier habe ich völlige Ruhe um mich rum und nur Natur. Und hier schreibe ich und hier treffe ich mich teilweise mit Teampartnern, die ich hier einlade. Mhm. Und ja, das ist so ein Rückzugsort, aber auch ein absoluter Familienort. Also in 4 Wochen wird meine ganze Familie hier sein und wir werden hier 2 Monate den Sommer verbringen. Also Lebensmomente sammeln? Bist du so ein Lebensmomente-Sammler? Ja, wobei ich die wie eine Perlenkette aneinander reihe, diese wirklich schönen Momente und einer schöner als der andere. Also ich habe das gerade in einem Film gesagt, den wir gedreht haben. Ich könnte es mir im Moment nicht schöner vorstellen. Also wenn es jetzt so noch 30, 40, 50 Jahre bleiben würde, dann wäre ich der super glücklichste Mensch überhaupt. Also du bist angekommen? Ja, völlig. Wie, und jetzt kommt meine zweite ganz große Frage. Ich weiß nicht, ob du dieses Bewohnermodell von mir ein bisschen kennst oder zumindest ja basierend auf, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als die gemerkt haben, bei dem geht jetzt plötzlich wirklich was? Weil da gibt es so viel, also ich habe da eine Story zu, die großen Menschen, die ich kenne, haben da eine Story zu. Wie war das bei dir? Also ich habe viele Menschen auf dem Weg zum Erfolg verloren. Mhm. Und auch aus der Verwandtschaft und aus dem direkten Umfeld, die ja aus welchem Grund auch immer das eben nicht gut fanden, was ich gemacht habe, die sich dann auch distanziert haben. Und aber als es dann mit dem Erfolg wirklich losging, gut, ist dann erstmal schwierig gewesen, dann zu sortieren, wo sind die, die wirklich an mir auch Interesse haben und mich als Mensch gut finden, wo sind die, die einfach nur den Erfolg miterleben wollen. Das war auch wieder so ein Sortierprozess und ja, heute, gut, das sollte man ja auch, also jetzt mit über 50, habe ich so mir mein Umfeld und meinen Planeten mir geschaffen. Und die Menschen, gut, dann kommen immer mal wieder neue Leute. So Patricks dazu. Patricks und sowas mit dazu. Aber der Kreis ist eigentlich ziemlich gefunden irgendwie. Wobei ich bin ja weiter aktiv im Geschäft mit drin. Also ich erlebe gerade wirklich so wieder so eine Renaissance. Also ich arbeite gerade so viel wie die letzten 15 Jahre wahrscheinlich nicht. Es kommen ganz, ganz viele tolle neue Leute mit dazu. Wir wachsen vom Geschäft, wir wachsen international. Und ich bin momentan ja auch auf der Suche, also mit Patrick auch zusammen ganz intensiv auf der Suche nach wirklich guten Menschen, die wir hier mit involvieren können. Und weil ich heute eben durch die sozialen Medien und nochmal ganz andere Möglichkeiten hatte als so in meiner handwerklichen Network-Zeit vor 20 oder vor 23 Jahren. Ja. Also insofern kommen neue mit dazu und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Es gibt auch heute so die Message nach draußen, es gibt auch heute noch so richtig tolle Leute, die man unbedingt kennenlernen muss und Leute, wo es sich wirklich lohnt, sich voll reinzuschmeißen und die zu unterstützen und denen zu helfen, dass sie wirklich so leben können. Das ist ja so heute meine Motivation, wo ich so für mich alles erreicht habe, wirklich noch etlichen zu helfen, auch in diese Lebenssituation zu kommen, weil das heißt, so dieses du bist jetzt im Zurückgeben, ja, angekommen. Also ja, ich fasse mal zusammen. Also du hast gesagt, du bist angekommen, du bist glücklich, gleichzeitig hungrig, weil du hast gesagt, ich arbeite jetzt so viel wie in den letzten 15 Jahren nicht. Du gibst jetzt nochmal richtig Gas und gerade im letzten Satz eben, um andere Menschen jetzt auch da reinzubringen, ne, in diesen Lifestyle, den du hast. Das heißt, du bist gleichzeitig in der Position, wo du ja in der Persönlichkeitsentwicklung jetzt in diesem Zurückgebemodus bist. Ja, wobei ich jetzt auch so das Selbstbewusstsein habe, dass ich erkannt habe, dass ich echt was zu geben habe. Das ist ja über viele Jahre, habe ich gedacht, okay, ich mache da einen guten Job, aber so für mich, ich war mir nicht sicher,
Ich habe zwar die Erfolge an meiner Seite gesehen und das Team ist gewachsen und es hat viele Erfolge gegeben, aber ich habe nicht so das persönliche Selbstbewusstsein gehabt, um mir das an die Jacke zu heften und auf die Fahne zu schreiben oder auf die Fahne zu schreiben. Ja. Aber mittlerweile habe ich seit einigen Jahren wirklich dieses Selbstbewusstsein, dass ich sage, okay, ich mache da wirklich was Gutes, ich habe da wirklich was zu geben. Mhm. Und deshalb habe ich auch nochmal zwei kleine Kinder nachgelegt und merke da eben auch, dass ich da viel besser bin als zum Beispiel bei meinem Ältesten, der heute 25 ist. Jetzt habe ich nochmal zwei mit 4 und 6 Jahren und ich bin da echt, ja, ich bin da wirklich gewachsen und gereift und merke eben heute auch so in so einer Mentorenrolle, die ich mehr und mehr einnehme in meinem Networkgeschäft, dass ich den Leuten echt was geben kann, dass ich ihnen wirklich helfen kann. Und ja, große Dinge auch zu erreichen und ja, fühle mich da auch in dieser Position sehr, sehr gut. Also mehr so dieser aus der ersten Reihe zurückzutreten und noch mehr hinter den Menschen zu stehen, die der ich Mentor. Jetzt betreue. Ja, und auch nicht mehr, also ich habe diese Aufmerksamkeit in der Form nie gebraucht. Heute brauche ich sie irgendwie noch weniger, wo ich mir selber bewiesen habe, dass ich das, was ich da alles erreicht habe. Und es haben aber auch viele gute Freunde mir gesagt, hör mal, du musst einfach mal drauf gucken, was du da bisher schon alles erreicht hast. Ich habe das so eben nicht als irgendwas Besonderes oder Außergewöhnliches wahrgenommen. Aber mir haben da viele wirklich geholfen, dabei das so auch zu sehen. Und deshalb habe ich gedacht, okay, so war auch gerade so Bodo Schäfer, mit dem ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe, der gesagt hat, du kannst jetzt nicht dich da rausziehen, sondern du hast so viel noch zu geben. Das hat Bodo ja auch. Ne? Beim Bodo bin ich übrigens jetzt am Freitag zu Hause. Was haben wir denn heute? Am Freitag, ja genau, jetzt ist Dienstag, bin ich bei ihm zu Hause, ja, in Bergisch Gladbach. Genau. Und er hat mir da sehr geholfen dabei und habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich den Hahn nochmal wirklich auf und jetzt will ich wirklich noch einige gute finden und die wirklich dahin bringen, wo sie hinwollen, am liebsten ganz nach oben und mindestens so groß. So wie ich das mache. Wow. Wenn jetzt jemand, und das wird sowieso passieren, das hören ja hier zigtausende oder ein paar hunderttausend, jemand sagt, wow, das gefällt mir gut, das geht mit mir in Resonanz, ich fühle mich auch dahin gezogen und auch bin bereit, auch die Schritte zu gehen. Was ist so ein Einfallstor, um mit dir weiterzuarbeiten? Wie können Menschen mit dir in Kontakt treten? Weil wenn sie jetzt nach den Produkten googeln oder so, das ist ja, wie kommen sie zu dir am besten? Also ich habe eine, ich bin auf Facebook natürlich, ich bin auf Instagram. Es gibt aber eine Möglichkeit über meine Webseite, die www.rolf-kipp.com. Machen wir in die Shownotes rein, ja. Okay, da direkt den persönlichen Kontakt erstmal mit meinem Büro aufzunehmen, um dann ein persönliches Telefonat mit mir zu führen. Mhm. Also sich da anzumelden, dann kriegt man so ein paar Fragen gestellt. Also die selektieren schon so ein bisschen vor, weil sie wissen, was passt und wer passt zu mir. Mhm. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, mit mir natürlich zu sprechen und mich dann auch persönlich zu treffen, um dann einfach mal zu besprechen, okay, wie kann das, was ich heute mache, wie kann das maßgeschneidert für dich aussehen? Und das braucht ein bisschen Zeit, also brauche ich immer so 1,5-2 Stunden, um so die persönliche Situation zu beleuchten und dann wirklich das, was ich mache, maßzuschneidern, dass es dann auch wirklich den Erfolg bringt. Und den will ich auch garantieren. Also das ist nicht so, wir gucken einfach mal, wo die Reise hingeht, sondern ich kann dann sehr genau sagen, wenn du das und das so machst, dann wirst du nach 3 Monaten da, nach 6 Monaten da, nach einem Jahr da sein. Und das ist auch, glaube ich, das, was die Leute sehr, sehr schätzen an der Zusammenarbeit jetzt mit mir, dass sie eben wissen, wo die Reise hingeht und nicht irgendwie sagen, ich probiere das jetzt mal und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen, sondern ich habe ja auch viele ältere Menschen, also was heißt ältere, aber 35, 40, 45, also im Vergleich zu mir natürlich. Das heißt, ich bin alt. Ja. Nein, ältere Menschen heißt einfach welche, die sagen, okay, ich kann jetzt nicht noch 10 Testballons starten lassen, um dann mal zu gucken, auf was das hinausläuft, sondern ich würde gerne jetzt wirklich meine Energie die nächsten 3, 4, 5 Jahre in etwas investieren und dann auch wissen, wo ich dann stehen werde. Und das, denke ich, kriegen wir heute sehr, sehr gut schon hin. Sehr cool. Nehmen wir alles unten in die Shownotes rein. Sehr inspirierend. Und ganz am Ende würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Interviewpartnern stelle. Also kurze Frage, kurze Antwort. Die erste Frage finde ich bei dir besonders spannend. Freiheit bedeutet für dich jetzt was? Also jetzt in deiner Rolle jetzt. Nicht damals, sondern jetzt. Ja, wirklich jeden Tag tun und lassen zu können, was ich gerne möchte.
und zu entscheiden, wo und an welchem Ort möchte ich sein, mit welchen Menschen möchte ich den Tag verbringen. Das ist in 99% der Fällen meine Familie. Mhm. Nein, aber wirklich alle Möglichkeiten zu haben und nicht entweder oder, sondern und. Mhm. Macht ihr so verrückte Sachen, so, ach Gott, wir fliegen jetzt mal nach New York, weil theoretisch könntest du ja morgen dir einen Flieger chartern, also bei dem, was du dir da an Kessel Buntes aufs Konto gelegt hast. Macht ihr manchmal auch, gönn dir, wir machen mal Blödsinn, oder seid ihr eher so, ach, hier auf der Hütte ist super? Nee, also diese Hütte, die Hütte ist schon recht groß und nein, wir haben jetzt gerade, wir sind in Dallas gewesen und hatten da ein Forever-Event und dann habe ich einfach, weil es für meine Kinder das erste Mal war, dass sie First Class geflogen sind und wir brauchen ja für die Familie 4 Plätze und die First hat 8 und ich habe dann alle 8 Plätze genommen und dann haben wir eben wirklich die ganze First Class für uns gehabt und für die Kinder war das einfach der Hammer und ich habe nur da gesessen und ich habe mich so gefreut, weil das sind ja so Erlebnisse, die haben die meisten erst, wenn sie dann so 60 sind oder so, wenn sie es finanziell so weit geschafft haben und dann sagen, jetzt gönne ich mir das mal und ich finde es halt so toll, meine Frau ist 30, meine Kinder 4 und 6. Ja, die haben Spaß gehabt in der First. Ja, dass sie das einfach so erleben und wie oft die ihre Sitze dann hoch und runter und das Bett gemacht haben und die Stewardessen sind alle um die rum und was magst du essen, was magst du trinken und jetzt erkläre ich dir nochmal die Technik mit den ganzen Videos und das ist für mich das Größte. Vollem Risiko, mit welcher Airline seid ihr geflogen? Wir sind mit der Swiss geflogen. Ah, sehr gut. Ja, bleibt im Konzern. Okay, da. Wir sind da mit der Swiss geflogen und das war echt toll. Also wir sind von Monaco gekommen, dann hochgeflogen nach Zürich und sind dann Zürich, Chicago und da in der First geflogen und das nett, war. Ne? Ja, und wir haben dann gibt es ja diese großen Tische, die du hast und dann diese Fußpads, die man so ranziehen kann und dann saßen wir zu viert dann beim Essen und das war echt toll. Also ich fand das Restaurant, echt, ne? Ja, und dann habe ich gedacht, das ist toll, dass ich mir das, ich finde das auch nicht dekadent, das ist sicherlich außergewöhnlich, aber es ist für die Kinder ein Erlebnis und die fliegen sonst auch Economy und kennen beide Seiten, aber ich finde es halt toll, wenn du das in so jungen Jahren schon erleben kannst und für mich als Vater und auch als Ehemann, das macht mich schon stolz und auch glücklich und gibt mir Bestätigung, dass ich da vieles richtig gemacht habe und dass sich die Arbeit, egal wie hart sie auch das ein oder andere Mal gewesen ist, dass sich das wirklich gelohnt hat. Mhm. Und wenn du deinen Kindern sowas dann bieten kannst und ermöglichen kannst, ist toll. Geld ist? Ein wunderbares Mittel zum Zweck. Mhm. Persönlich wachse ich, indem ich? Vielen Menschen helfe, wirklich das zu erreichen, was sie wollen. Gibt mir so viel zurück und ist für mich immer wieder eine persönliche Herausforderung, denn jeder Mensch ist anders, um sich wieder auf neue Situationen, neue Lebenssituationen, neue Menschen einzustellen. Also ich wachse an den Menschen, die ich begleite und also insofern ist das ein Geben und Nehmen, auch wenn viele das am Anfang gar nicht so verstehen, dass auch wenn ich da sehr, sehr viel gebe, ich auch sehr, sehr viel dafür zurückbekomme und das hat gar nichts mit irgendwelchen finanziellen Dingen zu tun, sondern das ist einfach diese Herausforderungen, die Menschen sind in den unterschiedlichsten Situationen und wir haben ja die gesamte Bandbreite im Network, auf die wir treffen und teilweise die unmöglichsten und verworrensten Situationen, aus denen die Menschen teilweise kommen, die unglaublichsten Geschichten, die sie zu erzählen haben, wo sie herkommen und was sie motiviert und wo sie hinwollen. Und das ist dann natürlich auch für mich Motivation und Freude und Spaß auch und Entwicklungsmöglichkeit, daran teilzuhaben und die Leute eben ein Stück weit mit zu begleiten. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Ich weiß nicht, ob es der wichtigste ist, aber der mich getrieben hat, wenn du willst, dass an deinem Tisch ein Geiger spielt, dann musst du ihn auch bezahlen können. Ja, den habe ich mir vorhin schon hier nebenher notiert, finde ich richtig geil. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren. Sich gigantisch verändern und entwickeln. Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Ist ein Hotel in Dallas, Texas, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ich fand es sehr inspirierend. Einer der längsten Podcasts, die ich jemals gemacht habe. Ich hätte jetzt auch noch eine Stunde weiterreden können. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, habe gedacht, krass. Vor allem finde ich es wirklich faszinierend. Ich habe ja selber in der First Class jahrelang Leute bedient, wie nett, zurückhaltend und wenig draufgängerisch du mit deiner Art bist. Und das ist eine ganz, ganz toller Botschafter für Network Marketing. Und deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Na, ich darf mich bedanken und es war ein ganz, ganz angenehmes Gespräch. Und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich auch kennenlernen und nicht hinter der Glasscheibe. Aber ganz, ganz vielen Dank und nochmal ganz großes Kompliment. Das ist ein toller Job, den du machst. Ich begleite das ja jetzt schon eine Zeit lang. Vielen Dank. Danke dir. Und euch, die ihr zugehört habt, vielen Dank für eure Zeit. Seid so lieb und bewertet auch diesen Podcast hier bei iTunes. Die, die es bei YouTube sehen, ihr habt uns jetzt beide gesehen. Wir euch wünschen wir auch eine schöne Woche. Alle weiteren Folgen gibt es dann unter www.tobias-beck.com/podcast. Heute mit einem der größten Networker der Welt.